Das Thema ist Modernisierungskompetenzen. Von den Pflegefachkräften wird auch ein Organisationswissen und ein Prozesswissen erwartet. Unter Organisationswissen, Wissen kann man verstehen, dass man weiß, wie eine Organisation aufgebaut ist und wie diese funktioniert, welche Abteilungen gibt es und wie sind diese organisiert. Das ist ein sehr breites Thema, wobei zum Beispiel die informelle Organisation manchmal eine größere Rolle spielt als die offizielle Organisationsstruktur. Unter Kompetenz im Bereich Prozesswissen denke ich, dass damit gemeint ist, welche Schritte sind nötig oder müssen innerhalb der Organisationsstruktur eingeleitet werden. Also gemeint ist wahrscheinlich damit der Ablauf der erforderlichen Schritte innerhalb einer Einrichtung. Das Thema ist Modernisierungskompetenzen. Von den Pflegefachkräften wird auch ein Organisationswissen und ein Prozesswissen erwartet. Unter Organisationswissen, Wissen kann man verstehen, dass man weiß, wie eine Organisation aufgebaut ist und wie diese funktioniert, welche Abteilungen gibt es und wie sind diese organisiert. Das ist ein sehr breites Thema, wobei zum Beispiel die informelle Organisation manchmal eine größere Rolle spielt als die offizielle Organisationsstruktur. Unter Kompetenz im Bereich Prozesswissen denke ich, dass damit gemeint ist, welche Schritte sind nötig oder müssen innerhalb der Organisationsstruktur eingeleitet werden. Also gemeint ist wahrscheinlich damit der Ablauf der erforderlichen Schritte innerhalb einer Einrichtung. Das Thema ist Modernisierungskompetenzen. Von den Pflegefachkräften wird auch ein Organisationswissen und ein Prozesswissen erwartet. Unter Organisationswissen, Wissen kann man verstehen, dass man weiß, wie eine Organisation aufgebaut ist und wie diese funktioniert, welche Abteilungen gibt es und wie sind diese organisiert. Das ist ein sehr breites Thema, wobei zum Beispiel die informelle Organisation manchmal eine größere Rolle spielt als die offizielle Organisationsstruktur.